Das Mammut aus dem Lohnetal. Mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Heidenheim. Gut für die Region. Es ist das älteste, vollständig erhaltene plastische Kunstwerk, das Menschen je erschaffen haben. Das Mammut aus dem Lohnetal. Vierzigtausend Jahre alt. 3,7 cm klein und aus purem Elfenbein geschnitzt. Vollkommen und äußerst detailreich. Doch wer waren die Menschen, die diese Meisterwerke schufen? Woher kamen sie? Wie lebten sie? Und welche Bedeutung hatte die Figur für sie? Das neue Mammut, das vollständige Mammut von 2006 ist, dass es komplett ist, dass es perfekt erhalten ist und auch die Oberfläche ist sehr gut erhalten. Es ist einfach wunderschön. Professor Konert, Prähistoriker an der Universität Tübingen, ist der Mann, der mit seinem Team das neue Mammut entdeckt hat. Wir treffen ihn im Schlossmuseum Tübingen und wollen die ganze Geschichte über das Mammut erfahren. Das Mammut verkörpert die Eiszeit. Wir kennen Mammuts nur aus der Eiszeit. Das heißt, man sieht das Mammut, man erkennt sofort, dass es ein Mammut ist und plötzlich ist man selber in der Eiszeit. Etwa 40.000 Jahren vor heute, kamen die modernen Menschen, Leute mit unserem Körperbau, mit unseren Fähigkeiten nach Mitteleuropa. Die Reise begann in Afrika. Der moderne Mensch verließ den Kontinent vor ca. 100.000 Jahren. Um Gebirgspässe zu umgehen, nutzten die Einwanderer vor allem die Flusstäler wie das der Donau, um nach Europa vorzudringen. Zahlreiche Funde entlang des Flusses belegen das. In Deutschland herrschte damals die Eiszeit. Die Landschaft glich einer Steppentundra, auch Mammutsteppe genannt. Sie war nahezu baumfrei. Das Klima war geprägt von kalten Wintermonaten und eher trockenen Sommern. Die Menschen waren flexibel genug, um sich anzupassen. Sie haben ihr Leben gestaltet, gemessen an deren Umgebung. Das heißt, die Ernährung war von Wildpflanzen und Wildtieren, die sie gejagt haben. Das Leben der ersten Menschen im Lohnetal war alles andere als einfach. Die extremen Wetterbedingungen und die tägliche Nahrungssuche stellten höchste Anforderungen an sie.
waren Jäger und Sammler, ernährten sich von Wildpflanzen und Fleisch. Auf dem Speiseplan standen damals Wildpferd, Rentiere, Wollnashörner und Mammuts. In kleinen Gruppen organisiert lebten sie in den Höhlen der Schwäbischen Alb. Sie nutzten das Feuer, um sich vor der Kälte zu schützen und entwickelten raffinierte Jagdmethoden, wie die Speerschleuder, mit der man mittels der Hebelwirkung die Reichweite der Geschosse wesentlich vergrößern konnte. Doch was der Mensch bis dahin in seiner gesamten Evolutionsgeschichte noch nicht vollbracht hatte, war, seine eigene Vorstellungskraft zu nutzen, um Bildnisse zu erschaffen von sich und seiner Umwelt. Er begann unter anderem Tierfiguren zu schnitzen, darunter auch unser kleines Mammut. Der Mensch entdeckte die Kunst. Gerade hier vor 40.000 Jahren haben wir die ältesten Hinweise für figürliche Kunst, Musik, Religion und vieles mehr. Wir haben auch exzellente Erhaltungsbedingungen in unseren Höhlen wie Vogelherd und eine einmalige Informationsquelle für die Kulturevolution. Als Vorbilder nahm er sich die heimischen Tiere. Die gab es zu dieser Zeit zur Genüge. Löwen, Bisons, Pferde, Fische und natürlich Mammuts. Kurz nachdem wir die Funde vom Vogelherd haben, haben wir zum Beispiel Côte Chauvet. In Côte Chauvet, in der Ardèche-Region von Frankreich, ist die Wandmalerei auch perfekt. Das heißt, der Mensch war auf einmal, aus meiner Sicht, ein Mensch so wie wir, mit unendlich viel Kreativität und die Möglichkeit, beliebig perfekte Kunst zu produzieren. Als Werkstoff dienten den Künstlern natürliche Materialien, wie Knochen oder Mammutelfenbein. Die Herstellung einer solchen Figur war sehr schwierig. Sie wurde mit Steinwerkzeugen gefertigt. Kaum vorstellbar, wie präzise die Menschen damit gearbeitet haben müssen, um so ein filigranes Ergebnis zu erzielen. Bis zu 60 Arbeitsstunden benötigten die Pioniere damals, um das Mammut herzustellen. Doch welch höhere Bedeutung steckte hinter der Figur? Welchem Sinn und Zweck diente sie? Ist es eine Darstellung, die mich als Träger dieses Stück identifiziert, als jemand, der in der Mammutgruppe ist? Oder habe ich Erfolg bei Mammutjagd gehabt? Oder fühle ich mich stark verbunden mit der Natur, indem ich mich identifiziere mit einem kräftigen Mammut? Aber genau was da zum Ausdruck gebracht ist, wissen wir nicht. Auch bei anderen Funden ist deren Deutung nicht ganz einfach. Hatten sie womöglich einen religiösen Hintergrund? Es gibt wiederum andere Darstellungen, wie ein Löwenmensch oder eine Frauenfigurine, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Informationen haben. Natürlich die Mischwesen. Die sind Wesen, die geschnitzt worden sind, die sicherlich darauf deuten, dass es eine Umwandlung geben kann zwischen Tier und Mensch. Und dann kommen wir schnell in ein spirituellen Bereich. Auf der Schwäbischen Alb nutzten die Menschen der Eiszeit 4 Höhlen als Kunstschauplatz. 2 davon im Achtal bei Blaubeuren. Der Hohle Fels und das Geißenklösterle. Die anderen beiden liegen im Lohnetal. Der Hohlensteinstadel und die Vogelherdhöhle. Auffällig, in allen Höhlen wurden ähnliche Figuren gefunden. Da die Artefakte und auch die symbolischen Artefakte identisch sind in beiden Tälern, gehen wir davon aus, dass die insgesamt zu einer Gruppe gehörten, auch die gleiche Sprache benutzt haben und auch letztendlich eine klar definierte soziale Gesamteinheit gebildet haben. Ist die Schwäbische Alb die Wiege der Kunst? Oder warum gab es solche Funde nicht anderswo in der Welt? Aus meiner Sicht können wir annehmen, dass es vergleichbare Gruppen über weiten Teilen von Europa gab. Ich denke, das Besondere an unserer Region ist, dass wir die Höhlen haben und wir haben auch eine prächtige Forschungstradition. Gerade hier an der Universität Tübingen. Seit mehr als einem Jahrhundert erforschen meine Kollegen und Vorgänger der Schwäbische Alb. Das heißt, der Forschungsstand ist wesentlich besser als fast andere Gebiete in Europa. Es gibt Gebiete, wo wir gar nichts wissen. Die Universität Tübingen erforscht seit Jahrzehnten die Höhlen auf der Schwäbischen Alb.
Zutage kamen einmalige Funde wie die kürzlich entdeckte Venus vom hohlen Fels. Ein Mann, der auch für die Uni Tübingen arbeitete, war Gustav Rieck, allerdings bereits 80 Jahre zuvor. Seine Aufgabe? Die Ausgrabung der Vogelherdhöhle im Lohnetal. Doch dazu wäre es nie gekommen, wenn nicht ein anderer bereits vor ihm die Höhle entdeckt hätte. Hermann Mohn aus Heidenheim. Am 23. Mai 1931 unternahm der Hobbyarchäologe Hermann Mohn einen Ausflug zum Vogelherd. Ein Jahr zuvor schon entdeckte er in Heidenheim eine altsteinzeitliche Siedlung, die Heideschmiede. Angetrieben durch die Forschungsergebnisse hatte er eine Vorahnung. Er vermutete, auch der Vogelherd eigne sich durch seine Lage und Beschaffenheit optimal für eine steinzeitliche Ansiedlung. Und tatsächlich entdeckte er dort im Auswurf eines Dachsbaus steinzeitliche bearbeitete Feuersteine. Hermann Mohn hat die Bedeutung von Vogelherd erkannt. Wenn viele Artefakte aus der Eiszeit vorliegen, so ist es klar, dass, wenn es geht, eine Grabung sinnvoll wäre. Die Funde wurden berichtet nach Tübingen. Rieck bekam die Aufgabe, die Grabung durchzuführen. Gustav Rieck, Prähistoriker aus Tübingen, kam 2 Monate später zum Vogelherd. Er ließ anfangs die Höhle nur zu einem kleinen Teil ausgraben. Sehr gute Arbeit gemacht. Durch die ersten eigenen Funde bestärkt, ließ er die Höhle vollständig ausgraben. Er hatte sehr fundiertes geologisches Wissen, hat ganz genau die Schichten getrennt, von oben nach unten, und hat die Höhle sowas wie in Salamischeiben geschnitten. Und er hat 13 Profile aufgenommen, in Abstand jeweils von ein paar Meter, und hat sehr genau dokumentiert, wie die Schichten vorhanden waren über das Volumen und im Volumen der Höhle. Die Arbeiten gingen gut voran, doch Rieck sollte wohl den spektakulärsten Fund seines Lebens machen. Gustav Rieck hatte das Lohnetalpferdchen entdeckt. Rieck hat sofort erkannt, dass die Funde von Bedeutung waren. Er hat die sofort publiziert in Fachzeitschriften, hat auch eine sehr hochwertige Monographie nur 3 Jahre später publiziert. Rieck wusste ganz genau, wie wertvoll die Funde waren. Das ist 100% klar. Die Ausgrabung musste schnell gehen. Ihm standen insgesamt nur 3 Monate zur Verfügung. Das hatte zur Folge, dass zahlreiche Funde übersehen wurden, darunter auch das kleine Mammut. Heutzutage würde man 30, 40, 50 Jahre brauchen, um eine solche Grabung durchzuführen, was er in einem Sommer- und Frühherbst durchgeführt hat.
Im Oktober 1931 beendete Rieck die Grabung am Vogelherd. Die gefundenen Figuren, wie beispielsweise das Lohnetal-Pferdchen, gingen in die Geschichte als älteste Kunstwerke der Menschheit ein. Doch das Lohnetal-Mammut musste weitere 76 Jahre warten, um aus seinem Versteck ans Tageslicht gebracht zu werden. 2005 schließlich leitete Professor Konert eine Nachgrabung bei der Vogelherdhöhle ein. Ein Grund dafür war die bevorstehende große Landesausstellung 2009. Im Neandertal, an der namengebenden Fundstelle des Neandertalers, wurden bei Nachgrabungen viele neue Funde gemacht. Hatte Gustav Rieck etwa auch an der Vogelherdhöhle etwas übersehen? Bestärkt durch diese Annahme machten sich Konert und sein Team an die Arbeit. Wir haben sehr genau gewusst von Fotos und Dokumentation, dass der Abraum vom Vogelherd direkt vor der Höhle lag. Und so gesehen war das immerhin einfach. Die Funde waren da. Was unklar war, ist, was wir erwarten konnten. Unmittelbar, nach wir 2005 begonnen haben, war es klar, dass der Abraum voll war. Eines Tages machte ein Mitarbeiter den überraschenden Fund. Nach 76 Jahren im Sediment kam das kleine Mammut wieder ans Tageslicht. Eine Sensation. Die älteste vollständig erhaltene Figur aus der Eiszeit. Ich, aber auch die Allgemeinheit, war von vornherein begeistert über das Mammut. Acht Jahre hat die Nachgrabung am Vogelherd gedauert. Neben dem Mammut wurden vier weitere Figuren aus Elfenbein gefunden. Dazu Perlen und Anhänger aus Elfenbein. Rieck hatte diese Funde einfach übersehen, da sie viel zu klein waren. Insgesamt kamen aus den Höhlen der Schwäbischen Alb über 40 Figuren und Figurenfragmente zutage. Sie alle zählen zu den ältesten Kunstwerken der Menschheitsgeschichte. Mittlerweile wissen sehr viele Leute aus unserer Region, dass wir in dieser Zeit vor 40.000 Jahren einen unbeschreiblichen Schatz an Funde haben, die nicht nur regional von Bedeutung sind, sondern weltweit von Bedeutung sind, weil die besten Hinweise sind für die Entstehung der Kunst, der Musik, der Religion und vieles mehr. Das neue Mammut hat vielleicht noch mehr als alle anderen Funde eine neue Tür in die Eiszeite für uns geschaffen. Und über diesen Weg können wir einen direkten Kontakt herstellen mit der Zeit vor 40.000 Jahren, als die Welt anders war. Der Mensch aus der Eiszeit. Ein Pionier der Kunst. Doch welche Bedeutung hatte für ihn das Mammut? Sollte es ein Geschenk sein? Oder etwa seinen Träger beschützen? Wollte er vielleicht damit Einfluss auf die Tierwelt nehmen? Die wahren Beweggründe werden wir wohl nie erfahren. Eines ist sicher, das Mammut ist ein Vermächtnis der Eiszeitmenschen an uns, ihre Nachfahren.
Nach seinem Fund 2006 wurde das Mammut untersucht. Experten schätzten sein Alter auf 35.000 bis 40.000 Jahre. Es folgten zahlreiche bundesweite Ausstellungen. Zuletzt war das Mammut im Landesmuseum Stuttgart zu sehen. Im April 2013 tritt es seine letzte Reise an. Es kehrt zurück an die Stelle, wo es gefunden wurde. Ausgestellt im neuen Archäopark bei Niederstotzingen wird es als Zeugnis unserer Vorfahren für immer zu sehen sein. Und wer weiß, vielleicht wird der eine oder andere beim Betrachten des kleinen Mammuts seine eigene, ganz persönliche Zeitreise machen. In die Welt vor 40.000 Jahren, wo alles seinen Anfang nahm.